Dann wollen wir uns mal auf den Weg machen nach Limsa. Das kann ja spaßig werden. Ah, Limsa, 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 da. Ich wollte jetzt aber einmal was nebenbei öffnen. So, geht sofort weiter. Ich will nur einmal ganz kurz was nachgucken. Oh, wo ist es denn? Nee, das war falsch. Was ist das? Glaube. So. Okay. Können weitermachen. Oh Gott, ist das schon wieder vor hier. Lauter Lachen auf Figürchen hier. Ein halber Kilometer Marsch. Da hinten. Geile Rüstungskombi. Ist überlegen, was man als nächstes essen möchte. Ich möchte aber nicht, dass sie gefunden wird. Hört mir denn keiner zu? Oh nein. Die
an was ganz, ganz Schlimmes. Gut gemacht. Jetzt sollte ich uns hier Zugang verschaffen können. Dann lass uns schnell machen. Die Galia werden nicht jedes Mal auf eine so improvisierte Tarnung hereinfallen. Tankred, ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Ich habe allerhand über dich gehört und dachte, du wärst... nun ja... sorglos. Aber mir scheint, das ist ganz und gar nicht der Fall. Hat dich dein Überlebenskampf in der Wildnis diesen Ernst gelehrt? Oder bist du so gewissenhaft, weil es um Minfilia geht? Das ist nicht der Augenblick, Kriele. Doch, Tankred, bitte. Ich riskiere gerade Leib und Leben mit dir, um in ein galeisches Castrum einzudringen. Da wüsste ich gerne, woran ich bei dir bin. Genauso hartnäckig wie Alfino. Ihr habt noch mehr gemeinsam als nur dieselbe Ausbildung. Minfilia ist mir tatsächlich unersetzlich. Aber nicht in dem Sinn, wie du vielleicht vermutest. Vor 15 Jahren hat meine Fahrlässigkeit den Tod ihres Vaters verschuldet. Es war ein Unfall. Eine Gubu riss sich los und lief amok. Ich kümmerte mich um Minfilia, um es wieder gut zu machen. Auch wenn das natürlich nicht ging. Aber als sie heranwuchs und ihre Gabe zum Wohl anderer einzusetzen begann, da begriff ich, dass sie ein hohes Ideal vor Augen hatte. Das war kein kleines Mädchen mehr. Das war eine Kämpferin, die Respekt verdiente. Und ihr Ideal war auch das meine. Louisois, dem ich so viel zu verdanken habe, glaubte sofort an sie. Genauso wie die Mitglieder des Bundes. Sie trat für ihre Prinzipien ein und wir standen bedingungslos hinter ihr. Sie berührte unsere Herzen. Ich werde alles dafür tun, dass sie die Erfüllung ihres Traumes erleben kann. Danke, Tankred. Ich kann nun deutlich fühlen, wie viel sie dir bedeutet und will nicht weiter in deiner Vergangenheit bohren. Und du? Warum riskierst du dein Leben für Minfilia? Da gibt es nicht viel zu erklären. Du weißt ja, dass uns von Heidelin dieselbe Gabe geschenkt wurde. Aber uns verbindet noch viel mehr. Eine tiefe Freundschaft. Als ich nach Vals Untergang im Koma lag, hat Minfilia jeden Tag nachgefragt, ob ich schon aufgewacht sei. Sie hat die Hoffnung nie aufgegeben. Und ich werde das genauso wenig tun. Dann lass uns gehen. Hoffentlich wird uns Heidelin den Weg weisen. Nee, ich muss wieder in so ein Ding rein. Dann laufe ich amok. So. Einmal nach Geisterzoll. Schicke Rüstung. Also, die hintere. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Aber komplett verwirrt hier. Ja, dann gehen wir mal. Am Eintreten. Ach, du Runde 9.
Mit mehr Leuten ging nicht. Und du auch nochmal. Hallo, Tatao. Ja, Ida und Papalimo haben wir ja schon quasi gefunden. Quasi. Hallo, Alfino. So ein Frosch. Ein Froschen. Ich würde Froschen haben. Gib mir jetzt den Froschen. Ich würde Froschen. Ich liebe die Musik hier. Ich muss heute noch die Dailies machen, ne? Fällt mir nur mal so nebenbei auf. Muss ich wieder zum Matur, ja? Ja, nein, vielleicht? Ja. Ja, muss ich. Der ist gut. So, Pferdchen, Pferdchen, Pferdchen. Single? Nee, Wolf. Okay. Wolf ist auch okay. Doch, da vorne muss ich hin. Ja, den Weg zu Matoya kenne ich dann so. Dennoch laufe ich immer mit Map hier rum. So, man gebe mir meinen Froschen. Ich weiß, kriege ich noch nicht, aber ich möchte jetzt meinen Froschen haben. Einmal betreten.
Oh, ich liebe die Nuss. Ich glaube, ich bleibe nur in dieser Höhle stehen. Aber Madoya geht auch schon immer davon aus, okay, das kann nichts Gutes sein, wenn sie nochmal hier auftauchen. Ich glaube, die möchte einfach nur ihre Ruhe haben. Wie, sie brauchen es nicht. Okay. Gut. Dürfen wir die Drecksarbeit machen? Wieso muss ich eigentlich immer irgendwo überall rein, alleine rein? War klar. Ach, komm schon. Ich will nicht. Nein. Einfach nur nein. Ich weigere mich. Mm-mm. Na gut, da gehe ich sowieso nicht als... Antiturm. Ja, geil. Ich will nicht. Ich. Okay. Ja, nehmen wir mal teil. Reparieren wir hier nochmal ein bisschen was. So. Was können wir in der Zeit denn noch machen, wie wir jetzt warten? Ich glaube, so viel gibt es gerade gar nicht. Doch die Sachen hier könnten wir machen. Pass auf, und wenn wir da sind, dann komme ich in die Inni.
Na klar. Es war so klar. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Eieiei. Team ist schön. Kleiner Oktopus. Oh
Oh mein Gott. Das sieht etwas unheimlich aus. Oh. Ich weiß noch nicht, ob ich den so toll finde. Ich bin noch am Hadern. Recht? Bin gespannt. Ja gut, das ist tatsächlich mal kurz. Wirklich niedlich. Also das fliegt da oben drauf. No.
Oh, Leute, noch mehr. Ja, komm jetzt schon. Jetzt müssen wir trotzdem auf... Oh nein. Die Puppen. Ich hab Angst vor Puppen. Ja, du wohnst nur noch. Mein Gott, ich will hier weg. Die ist auch aus irgendeiner Final Fantasy. Ich glaube, in Teil 4 gab es die. Und ich fand die da schon creepy. Gruselig, einfach nur gruselig.
gruselig. Ich kann es nur wiederholen. Ich habe nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass du kommen würdest. Ich bin die Stimme Heidelins und trage ihre Worte hin zu dir. Minfilia war mein Name. Nun bin ich ihre Mittlerin. Wie lange liegt es doch zurück, dass wir von jener listig inszenierten Feier flohen? Damals erreichte mich Heidelins Wort. Sie wies mich an, Ystolas Teleport zu nutzen und mich dem Ätherfluss zu überlassen. So gelangte ich hierher. Ich sah, wie Heidelins Kräfte schwanden. Um ihre Klage zu hören, bat ich darum, mit ihr zu verschmelzen. Nun bin ich Teil ihrer Seele, Teil des Urkristalls. So brennend wollte ich dir die Wahrheit über den Planeten anvertrauen, doch meine Stimme drang nicht zu dir durch. Aber jetzt bist du hier. Hör zu, fühl Heidelins Wesen und begreife ihr Werden, mein Werden. Bevor alles Leben entstand, war dieser Planet von zwei Kräften beseelt. Von mir, Heidelin, dem Licht, und Zodiac, der Dunkelheit. Doch Zodiac erstarkte und brachte das Gleichgewicht in Gefahr. So riss ich ihn aus unserem Planeten und fesselte ihn an den Himmel, fern, für immer im Orbit gebannt. Er ist der Mond, der mich seither umkreist. Doch unsere Seelen zu entzweien, verletzte das Gefüge unseres Seins. Unsere Wirklichkeit fächerte sich in 14 Dimensionen auf, über die sich die Kraft von Licht und Dunkelheit verteilte. Eine davon ist deine Welt, die ursprüngliche. Zodiac versucht mit Hilfe seiner Jünger, der Ascians, die Dimensionen aufs Neue zu verschmelzen, um wieder zu vollen Kräften zu gelangen. Wenn die Verschmelzung vollbracht ist und alle Welten in ihre Urgestalt einer einzigen Welt zurückgeführt sind, vermag Zodiac, mich mit Sicherheit zu überwinden. Nova nennen die Ascians die Löschung einer Dimension. Das Einreißen der Mauern zwischen unserer Welt und einer anderen. Dramatische Ereignisse, die wir als Katastrophen kennen.
7 sind schon geschehen. Die 7. Katastrophe vernichtete jüngst wieder eine Welt. Du musst das Werk der Ashiens vereiteln und die Vereinigung der letzten Welten um jeden Preis verhindern. Das ist mein letzter... Die Kraft deines Kristalls geht bald zur Neige. Ich sende dich zurück. Mein Kind des Lichts, bewahre diese Welt. Du bist unversehrt. Ein Glück. Was ist mit Minfilia? Hast du sie gefunden? Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Grele, bitte antworte mir ganz ehrlich. Was hältst du von all dem? Minfilia hatte eine sehr starke Verbindung zu Heidelin. Es scheint unglaublich, doch ich denke, es ist wahr. Unsere Freundin ist wohl tatsächlich in der Seele des Planeten aufgegangen. Dann ist Minfilia für uns verloren? Minfilia, wo der Bund doch endlich wieder... Gerade du hättest eine glanzvolle Rückkehr sehen sollen. Glanzvolle Rückkehr. Genau dieser Glanz hat eure Minfilia umgebracht. Aber Maitoria. Also, Junge, sag doch mal ehrlich, was war dein Ziel? Eorzea retten, nichts anderes. Das ist das erklärte Ziel des Bundes. Die Machenschaften der Ashiens, die Bedrohung durch die Primae. All diese Gefahren für Eorzea wollen wir beseitigen. Ein grandioses Programm. Und vor lauter Heldenmut entgehen euch die einfachsten Tatsachen. Nämlich, dass ein hoher Einsatz auch einen großen Verlust bedeuten kann. Ihr denkt, ihr habt die Welt so gut wie gerettet. Bah! Bisher habt ihr nur kleine Geplänkel erlebt. Aber nur zu, macht weiter. Doch seid euch im Klaren, dass der eine oder andere für euren glanzvollen Bund ins Gras beißen wird. Das ist der Weg, den ihr gewählt habt. Geht ihn mit nüchternem Blick oder geht ihn gar nicht. Mein Entschluss steht fest. Ich habe von Anfang an mit ganzem Herzen an unsere Sache geglaubt. Es sind nicht nur große Worte, es ist mein aufrechter Seelenwunsch. Wir kennen nun die Motive der Ashiens. Da werden wir doch jetzt nicht aufgeben. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass niemals wieder eine neue Katastrophe geschehen kann. Grele,
Du musst mir bei einer Sache helfen. Bitte begleite mich. Ja, natürlich. Tankred! Minfilia, bitte vergib uns. Ich glaub, das lief ganz schön in die Hose. Ein bisschen zumindest. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum sie traurig sind. Ich meine, es gibt schlimmere Schicksale. So rein theoretisch. Oder? Na doch, eigentlich ist ja nur eine entfernte Weise. Gut. So, warte mal, wir haben doch jetzt auch neue Begleiter, ne? So, das hier kann ich auch einmal. Okay. Da haben wir dann noch ein paar Sachen. Ja, und da ist der Frosch. Okay. Gut, wo sollen wir jetzt hin? Platz so, ja, nein, Schmidt. Okay. Dann haben wir eine kleine Runde nach Ischgard. Wobei ich mir jetzt die Frage stelle, wie weit wir in der Story jetzt schon angekommen sind. Was mache ich hier eigentlich? Wo renne ich hier schon wieder hin? Falsche Richtung, genau. So, und diesmal ins richtige Gebäude. Nach da vorne hin. Los, Fresse. So, Tachchen. Ja, ich würde gerne einmal da hoch. Du bist meiner Einladung gefolgt. Wie schön. Ich danke dir für dein Kommen. Gerade du solltest bei der Friedensfeier dabei sein. Du erinnerst dich an den Zwischenfall, bei dem die Brüder des wahren Glaubens sich in der Kurie verschanzt hatten und Widorfnir urplötzlich erschien, um der letzten Geisel das Leben zu retten?
Als die Leute sahen, wie ein Drache ein Ishgarder Mädchen vor dem Tod bewahrte, begannen viele zu begreifen, dass ein Zusammenleben mit den Drachen doch möglich sein kann. Aber ich denke, wir brauchen auch einen symbolischen Akt, um diese Hoffnung zu festigen und den Frieden zu besiegeln. Deswegen habe ich diese Feier anberaumt. Und Vidofnir wird kommen. Das alles habt ihr möglich gemacht. Du und der Bund der Morgenröte. Natürlich sind die Kämpfe gegen Drachen damit noch nicht Vergangenheit. Denn wenn Nitox Schar wieder angreifen sollte, werden wir zu den Waffen greifen müssen. Aber es ist ein Anfang. Endlich werden wir unsere Kräfte für die Reform Ishgards einsetzen können, statt uns auf dem Schlachtfeld zu verausgaben. Es ist nichts, keine Sorge. Lucia ermahnt mich ständig, dass ich an meine Wunden denken soll, aber... Vor allem müssen wir verhindern, dass so etwas wie die Geiselnahme in der Basilika wieder passiert. Ich war in den Schwaden unterwegs, im Strebewerk, überall und habe mit den Bürgern gesprochen. Ich weiß von ihren Zweifeln und Nöten und habe dafür gesorgt, dass sie gelindert werden. Dank meiner Maßnahmen ist auch das Lager der Papsttreuen fast verstummt. Jetzt ist die Zeit gekommen, den Frieden offiziell mit einer Feier zusammen mit den Drachen zu besiegeln. Du gehörst zu den allerwichtigsten Gästen. Es wäre mir eine Ehre und Freude, dich bei der Zeremonie zu sehen. Die Feier soll übrigens nicht in Ishgard stattfinden, sondern an der Grenze unserer Gebiete, in Falkenhorst im westlichen Hochland. Lucia überwacht die Vorbereitungen vor Ort. Sie kann dir den geplanten Ablauf erklären. Ich weiß nicht, ob eine Feier jetzt schon das Richtige wäre. Ach, noch etwas. Wenn alles gut über die Bühne gegangen ist, würde ich gern mit dir auf unseren Erfolg anstoßen und dir nochmals meinen Dank bezeugen. Hm? 35 Quests, oh Gott. Ich sterbe. Ich sterbe. Na, vielleicht erreichen wir ja diese Woche das noch. Heute vermute ich ja weniger. Glaube ich. Hallo, Lucia. Hallöchen. Ja. Und was dürfen wir jetzt wieder machen? Es geht doch irgendwas schief bei dieser Feier. Da gebe ich mir Musik drauf. Wie mit Leuten quatschen. Hallo, Herr Bürger.
bitte auch einmal. Ja, ich habe, wie gesagt, etwas komisches im Gefühl. Irgendeiner schießt doch 100 Pro und Feuer auf den Drachen. Das geht in die Hose. Ach da. Gott, bin ich blind. Oh Gott. Und jetzt fliegen. Drache! Thank you.